Ja, hallo, mein Name ist Norbert Prell. Ich bin Projektleiter im IDA-Projekt und wir führen dieses seit 2010 durch. In diesem Zeitraum haben wir ca. 200 Teilnehmende ein Praktikum im Ausland ermöglicht. Neben den positiven Integrationszahlen spielt für uns auch der europäische Gedanke eine große Rolle. Unsere letzte Gruppe war in Linz, sehen Sie einfach selbst. While being in Linz, I worked at MOBA. They sell like skateboards, snowboards, scooters, and streetwear. The changes that I do see in myself are I got a lot more confident and a lot more motivated. Like the outlook on my future is much more brighter now that I have the confidence. During my internship in Linz, I was working at the shop Smart Repairs. It was a computer repair shop that repaired notebooks, phones. When I was in Linz, I actually realized myself that I can work with people and I'm really, really good with people in support. The project opened my eyes to a lot of things about myself. I was able to figure out what my biggest traits are. Actually was able to find a job. Ich habe in der Kleintierorganisation Mittetreffling gearbeitet, also tiermedizinische Fachangestellten. Ich hatte Chinchilla, ich hatte Leberwurm, ich hatte Katzen, ich hatte Hunde, ich hatte Hasen. Für mich hat es halt persönlich verändert, dass ich halt endlich neue Freunde auch geschlossen habe. Ich habe eine gute Bewertung in der Praxis gemacht und ja, die waren auch sehr zufrieden mit mir. Also sprich, ich habe halt auch eine Ausbildungsstelle dort bekommen. Also, wenn ihr euch entschlossen habt, euer Leben auf die Reihe zu bekommen, dann kann ich euch das allen nur empfehlen. Zieht's durch, macht was aus eurem Leben und viel Spaß!